Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. In diesem Video geht es nur kurz darum, zu zeigen, dass man in QMac-Check auch die Schummerung einstellen kann. Ich habe in einer meiner Videos ja behauptet, dass das nicht funktionieren würde. Das ist so nicht richtig. Es funktioniert nur mit einem kleinen, minimalen Umweg. So, ich fange einfach mal ganz von vorne an mit einer neu erstellten Karte und nehme auch eine ganz neue Instanz vom Map Composer. Lade ich mir noch mal ganz kurz die aktuelle Version herunter. Speichern. Das wäre die neueste Version vom Map Composer. Und dann brauchen wir noch die Starthilfedateien. Speichern. So, beim Firefox sieht man das nicht so gut, aber der Download ist beendet. Und was wir noch brauchen, die neueste Version von MKG-Map. Soll ich auch richtig schreiben? Da haben wir ihn schon. Die neueste Version finde ich unter Downloads. Speichern. So, das sollte es auch schon gewesen sein. Dann kann ich hier rausgehen. Ich nehme den Dateibrowser meiner Wahl. In dem Fall Dateien. Hier auf Downloads. Hier habe ich alle Komponenten, die ich benötige. Hier entpacken. Zap. Dann können wir die wieder löschen. Dann füge ich alles zusammen. Hier brauche ich nur die Java-Datei. Die spiele ich in die Starthilfe, in die Tools hinein, ersetzt die, sag Yo, ersetzen, gehe wieder zurück, noch ein zurück, die kann ich jetzt auch wieder löschen und jetzt packe ich die Starthilfe-Dateien noch eben in die Map-Composer-Datei. So, machen wir von der Autoconf hier sofort eine Kopie, weil sie sonst gleich verschwindet. Und das wollen wir ja nicht. So, damit wäre das Verzeichnis komplett angelegt. Die Starthilfe, der Starthilfeordner ist jetzt leer, kann auch weg. Ja, den nenne ich mal um in Map Schummerung. Ich habe es heute mit dem Tippen. So, das packe ich sofort in mein Home-Verzeichnis. Zack. Und schon können wir ein Terminal öffnen und den Map Composer starten. Map Schummerung, den Java-Befehl und schon ist Map Composer gestartet. So, was möchte ich denn? Ich möchte eine Karte mit Schummerung erzeugen. Das habe ich beim letzten Mal ja auch gemacht. Nur in dem Fall möchte ich auch, dass die Schummerung beim MapQCheck auch sichtbar wird. So, und dazu muss man noch so ein, zwei Kleinigkeiten beachten. Und das möchte ich euch in dem Sinne jetzt hier zeigen. So, ich blende mir wieder ein. Die Region. Ein Eintrag lösche ich. Zack. Ein Eintrag behalte ich. Und wir nennen das einfach mal Alpen. Wo? Alpentest nenne ich das einfach mal. Genau, Alpentest. Ich mache hier mit Übersicht. Die Höhenlinien muss ich aktivieren. Und jetzt brauche ich die Koordinaten. Die Koordinaten von den Alpen. Das ist jetzt natürlich nicht so einfach herauszufinden. Das ist auch nicht so ein Gebiet, wo ich so oft bin, leider. Gehen wir über die Wanderreitkarte und gucken einfach mal, wo sind die Alpen. Die sind, sagen wir hier Salzburg, sagen wir von hier bis hier. Was haben wir da? 10,7. Ungefähr 10,7 bis 12 und 47,7 bis 47,4 ungefähr. Die Koordinaten geben wir ein. Das haben wir gesagt, 10,9
bis 12, 47, 4 meine ich, bis 47, 7 ungefähr. Übersicht klicken wir an, speichern. Weil wenn wir hier nicht, wenn wir hier nämlich keinen Haken setzen, ups, bei Übersicht, dann werden wir auch keine Übersicht in der Regionsübersicht erhalten. So habe ich eine Übersicht, kann nochmal checken, passt die Region? Jo, die passt, ist vielleicht ein bisschen sehr groß gewählt. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Also bis 12 rüber brauche ich nicht. Machen wir mal 11,5. Es soll nur zum soll es nur so zum Testen sein? Nochmal Regionsübersicht. Ja, Garmisch-Partenkirchen passt. Hier sind genug Berge, dass wir auch wunderbar eine Schummerung erkennen können. So, was muss ich noch machen? Einstellung überprüfen. Pfade passt. Automatisch Update mache ich mal ja. Die Einstellung lasse ich auch für den Test. Das ist jetzt uninteressant. Hier wäre noch wichtig, den Viewfinder einzustellen. Die Routen lasse ich jetzt auch mal weg, weil mich interessiert jetzt erstmal nur die Schummerung. So, habe ich jetzt alles? Jetzt muss ich selbst erst einmal überlegen, habe ich alles gemacht? Die Logdatei, das Logfenster, das lasse ich euch mal eingeblendet. Und schon kann ich eigentlich mit der Schummerung beginnen. Halt, stopp, hier gehe ich noch mal eben ganz kurz rein. Ich nenne die auch Alpen. Test, dann ist das wenigstens einheitlich falsch. Ja, das ist ja schließlich ganz wichtig. Zack, zack, zack. Wie gesagt, die Einstellung ist es für den Test. Passt das. Genau. Hier ist noch ganz wichtig, Schummerung an. Logisch. Und wir brauchen nur das Image fürs Gerät. Das andere brauchen wir nicht. Ja, und schon kann der Lauf beginnen. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hier. Das muss markiert sein, sonst funktioniert das nicht mit dem Lauf. Oberfranken. Oh, ja, hier habe ich glaube ich einen Fehler gemacht. Er lädt nur Oberfranken herunter. Können wir eigentlich sofort auf Abbrechen gehen. Hier muss natürlich darauf achten, dass man auch die passende Quelle heraussucht. Also Oberfranken, das dürfte nicht passen. Jetzt kommt aber sofort eine Fehlermeldung. In dem Fall weiß ich, es müsste eigentlich Bayern definitiv genügen. Das sind auch nur 568 Megabyte. Wie gesagt, mir reicht ja nur dieser kleine Bereich. So, jetzt machen wir nochmal einen Lauf. Das dauert auch noch natürlich etwas länger. Ja, beim Tuxedo kann ich jetzt hier noch verschiedene Profile einstellen. Wie schnell mein Laptop arbeiten soll. Und Default ist eigentlich eine ganz gute Einstellung. Man hört es vielleicht auch, jetzt rappelt der natürlich ein bisschen mehr, der Lüfter springt an. Aber jetzt läuft er dementsprechend auch auf Hochtouren. Ich kann dann nochmal H-Stop einmal ganz kurz öffnen. Ich sehe gerade, hier ist ein Fehler. Es ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe nicht die richtige Quelle angegeben. Ich meine, ich hätte den Viewfinder angewählt. Vielleicht habe ich das nicht richtig abgespeichert. Gehen wir noch mal da rein. Einstellung. So, ich check noch mal alle Einstellungen, alles richtig. Viewfinder ist aktiviert. Gut, alle Einstellungen sind jetzt sauber. Jetzt habe ich hier nochmal H-Stop geöffnet. Da kann man ganz gut beobachten, wie der Rechner jetzt so läuft. Und schön zu beobachten, wie der Arbeitsspeicher nach oben geht. Also bei ganz Deutschland geht er auf über 60 GB hoch. Bei der kleinen Karte jetzt nicht. Ich denke mal vielleicht so 10, 20. Mehr dürfte da jetzt nicht passieren. Ja, okay.
Ja gut, ich habe jetzt hier die ganzen Einstellungen habe ich auf Standard gelassen. Wenn man wirklich den Map Composer und seinen Rechner voll ausschöpfen möchte, das habe ich im ersten Video meine ich schon gesagt, da muss man hier diverse Einstellungen noch vornehmen. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand des Videos. Die Schummerung. Um die Schummerung mit QMAC-Check soll es ja heute gehen. Also Fehlermeldungen habe ich keine, das ist schon mal gut. Ja, und dann können wir den Map Composer auch schon wieder schließen. Und Terminalfenster brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was hier passiert ist. Dateien wurden alle angelegt. Genau, die sind gleich wichtig. Die VFP-Dateien, jawohl, die wurden auch angelegt. Und natürlich die GMAP-Subdatei. Die können wir sofort umbenennen in Alpen. Test haben wir gesagt, ne? Alpentest. Und das soll es auch jetzt erstmal hier, meine ich, gewesen sein. Ups, was geht denn hier für ein Fenster auf? Ich öffne jetzt QMAP-Check. So, QMAP-Check jetzt in der Version 1.16.1. Ich meine, es gibt schon 1.17. Aber das geht auch, wie gesagt, mit dieser Version. So werdet ihr im Endeffekt begrüßt mit einem leeren Fenster, rechte Maustaste, Kartenverzeichnis eingeben. Das wäre bei mir jetzt die Map-Schummerung und Garmin-Ordner. Dann sagen wir okay. Und jetzt haben wir hier auch unsere Alpenkarte. Die könnten wir eigentlich sofort aktivieren. Dann gucken wir, wo die Alpen sind. Irgendwo im Süden. Und noch haben wir keine Schummerung. Wir haben zwar Höhenlinien und so weiter, aber keine Schummerung. Genau, wie bekomme ich die Schummerung jetzt rein? Im Endeffekt ganz einfach. Ich muss unter Werkzeuge VRT-Bilder gehen, dann auf Quelle und dann gehe ich in DEM, VFP und markiere alle HGT-Dateien. Zack, jetzt sind die hier drin. Und jetzt will er ein Ziel wissen, weil daraus wird er eine Schummerung in einer Datei quasi erstellen. Dann sage ich ihn Zieldatei anwählen. Und wo packen wir die hin? Ich generiere einfach mal einen neuen Ordner. Nennen wir einfach mal Schummerung. Nennen wir auch Schummerung Alpen. Save. So, und jetzt haben wir eine Datei, die nennt sich Schummerung-Alpen.vrt. Ah ne, erstmal muss ich auf Start drücken. Genau, die wird er jetzt nämlich erstellen. Erledigt. Wenn irgendetwas falsch ist, käme jetzt hier eine Fehlermeldung. Grün erledigt, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, dann brauchen wir das Fenster eigentlich nicht mehr. So, und dann gehen wir jetzt auf Fenster. Hier steht digitales Höhenmodell DEM. Dann geht ein neues Fenster auf. Und jetzt wieder rechte Maustaste, DIM-Verzeichnis angeben. Dann hier auf das Plus. Und das habe ich ja in meiner Map-Composer-Datei, das wäre ja die, den Ordner Schummerung erstellt. Und sage ihn Open. Sage ihn OK. Und schon habe ich jetzt hier meine Schummerung. Die muss ich quasi jetzt extra aktivieren. Gehe ich auf Aktivieren. Und jetzt ist hier ein File. Das heißt, hier ist noch so ein Untermenü. Und hier, selbsterklärend, muss ein Haken sein. Mal Schummerung. Und simsalabim. Wow, cool. Jetzt habe ich meine Schummerung. Das sieht doch richtig klasse aus. Natürlich sieht die Schummerung am besten aus, wenn man so ein bisschen rauszoomt. So vielleicht so in dieser Zoomstufe. Und ja, was soll ich sagen? Perfekt. Man kann sogar hier noch die Stärke der Schummerung einstellen. So wäre die quasi weg. Und so wäre die jetzt ganz extrem. Ich mache das mal auf extrem. Jetzt kann man, glaube ich, noch so andere Einstellungen vornehmen. Ja gut. Müsst ihr jetzt selber mal schauen, ob das was bringt. So mit der Hangneigung. Ja, doch, ein bisschen bringt das auch noch, ne? Kann man auch wunderbar erkennen, wo es ein bisschen steiler wird. Hier zum Beispiel das Rote müsste steiler sein, ne? Das kann man zum Beispiel, meine ich, bei
Bei Basecamp kann man das, glaube ich, nicht. Also mir ist das zumindest nicht bekannt, dass man das so noch so ein bisschen fein einstellen kann. Aber ich lasse das erstmal auf Standard. Damit man das besser vergleichen kann mit, ja, zum Beispiel mit Basecamp, sage ich mal, ne? Also jetzt gerade für den Desktop-Bereich macht das auf jeden Fall Sinn, diese Schummerung. Auf einem kleinen Garmin-Gerät wird das die Abbildung natürlich dann noch ein bisschen dunkler, da macht das nicht so viel Sinn. Aber hier für den Desktop-Bereich ist das richtig super, ne? Wenn ich schon jetzt einen Weg plane, dann weiß ich sofort, wie ist der Anstieg, ne? Klar kann man das auch an den Höhenlinien kann man das auch erkennen, ohne Schummerung, aber so, ne, ist das richtig komfortabel abzulesen. Ne, zum Beispiel hier gemütlich hochkraxeln, Anführungsstriche, und dann hier runterfahren oder laufen, wie auch immer. Ne, weiß man schon bei der Planung so ganz grob in etwa, was einen erwartet. Also das finde ich gut. Ne? Hier auch. Hier ist der höchste Punkt, den kann man wunderbar erkennen. Ein richtiger schöner Pfad, der von Nord nach Süd in Fallrichtung quasi verläuft. Und das finde ich gut. Also ist ein super Feature, was MapQCheck auch hat. Das war mir bis jetzt noch gar nicht bewusst, aber dank eines Zuschauers, der hat mir eine Info geschickt per Mail und auch den Link, wo man das Ganze nochmal nachlesen kann. Und auf dieser Linux-Seite kann man das auch nochmal alles schön nachlesen, wie das genau mit der Schummerung geht. Und hier stehen auch nochmal ein paar Einstellungstipps, sage ich mal, auch wie meine Route plant, ja, wie man da am besten vorgeht und so weiter. Eigentlich sehr gut beschrieben. Link packe ich euch unter das Video. Ja, und in der Hinsicht wäre mein Video ist auch schon wieder zu Ende. Die Schummerung funktioniert mit dem Map Composer, die funktioniert unter Basecamp, die funktioniert unter GPS-Gerät und jetzt auch mit Q-Map-Check. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!